Eilig kletterten die Seeleute in die Wanten und Matrosen schleppten Proviant herbei. Die Segel der maroden Seelenverkäufer mit den Kindern an Bord waren noch nicht lange am Horizont verschwunden. Lord Northburg hegte einen schrecklichen Verdacht. Er trieb alle zu größtmöglicher Eile an. Schließlich stand eine kleine Flotte bereit, um die Verfolgung aufzunehmen. Ein Abenteuer nahm seinen Lauf, dessen Ausgang zu diesem Zeitpunkt niemand für möglich gehalten hätte. Da, die Schiffe der Kinder. Was ist das? Von Steuerbord nähern sich weitere Schiffe. Sind das Korsaren? Wir nähern uns unserem Ziel, Männer. Diese Schiffe sind unser. Bewegt euch! Wir gehen an Bord! Euer Schiff hier scheint mir beschädigt zu sein. Solange das Unwetter tobt, haben wir keine Chance. Eine meiner Inseln müsste ganz in der Nähe sein. Vielleicht schaffen wir es bis dorthin. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Anno 1404. Als allererstes gehe ich hier mal ins Optionenmenü und mache eine Maßnahme durch, nämlich die Sprache auf ein Minimum runterzusetzen. Die Sprachausgabe im Spiel soll heißen, der Northburg kann jetzt wie ein Blöder reden, aber bei mir kommt nur sehr, sehr wenig an. Ich weiß nicht, ob man es im Video überhaupt hört. So, das Wetter hat sich jetzt gerade entscheidend verbessert. Ja. Und er unterbricht mich jetzt nicht mehr und da freue ich mich irgendwie sehr drüber, weil ich jetzt einfach weiterreden kann, auch wenn hier oben rechts irgendwas erzählt wird. So, wir kriegen gerade unsere ersten Aufträge. Ich habe keine Ahnung, wie umfassend dieses Level wird. Ich weiß, worum es geht. Ich habe es ja alles schon mal gespielt auch. Aber wie lange ich jetzt, vor allem wenn ich ab und zu was erkläre, brauche, keine Ahnung. Ihr werdet es ja sehen. Und wo die ganzen Nebenaufträge sind, werden wir dann auch rausfinden. Ich kann euch nur versichern, wenn ihr das jetzt hier gerade seht, dann habe ich alle gefunden. Weil sonst würde ich das nicht hochladen. Okay, dann lass uns mal schauen. Also was wir als allererstes machen, ist die Aufstiegsrechte sperren. Denn, wie mein suchendes Auge auf dieser Insel vergeblich sucht, ist eine Werkzeugproduktion hier noch nicht vorhanden, obwohl wir im letzten Level eine hatten. Aber wir sind offensichtlich jetzt auf dem Weg ins Morgenland, hinter diesen Seelenverkäufern, also diesen maroden Schiffen her. Auf dieser Insel, wo wir uns zwar jetzt schon ein bisschen heimisch gemacht haben, aber noch nicht wirklich viel am Start haben. Also wir haben ein bisschen Holz, wir haben einen Mosthof, das heißt, unsere Bürger sind ordentlich versorgt. Aber mehr halt auch nicht. Gut, dann schauen wir mal. Also, wir sollen Kontakt zum Kloster von Welfenberg aufnehmen und wir sollen einen Reparaturkran errichten. Dann schauen wir mal, wie das da aussieht. Für den Reparaturkran haben wir im Prinzip das Problem, dass wir noch nicht genug Bürger haben, und zwar empfindlich zu wenig. Wir brauchen in etwa das Doppelte an Bürgern, damit wir überhaupt einen Reparaturkran freischalten. Eine Steinproduktion wäre dann auch gar keine so schlechte Idee. Vor allem aber mal eine Werkzeugproduktion. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ist... ja gut, wir können jetzt erstmal... Wie sieht es aus? Also jetzt folgender Gedankengang. Wir müssen hier hinten mit diesem Kloster Kontakt aufnehmen. Wenn ich jetzt aber eine Straße baue, dann geht die nur bis hier hin, weil das hier hinten habe ich noch gar nicht erschlossen. Das heißt, ich müsste hier ein Markthaus bauen. Das mache ich aber im Zweifelsfall natürlich möglichst intelligent so, dass ich dabei auch noch ein paar Produktionsstätten bauen kann. Jetzt gucke ich gerade mal nach Eisen. Wir haben hier hinten ein Eisenvorkommen. Ist das alles? Wir haben doch hier vier Eisenvorkommen.
Wo versteckt es sich denn? Hier ist nochmal Eisen. Hier ist Eisen. Das ist Stein gewesen, Entschuldigung. Also Eisen, Eisen. Eisen, na toll. Also hier unten sind drei und da oben ist ein Eisenvorkommen. Gut, die müssen wir dann irgendwie erschließen. Aber mit dem Stein da oben können wir schon mal was anfangen. Wir haben zwar hier unten auch welches, aber wenn wir schon ein Markthaus bauen müssen, um eine Straße hier hochzubauen, dann können wir auch gleich das an dieses Steinvorkommen bauen. Gut. Da lasse ich mir dann eine lustige Sache dafür einfallen. Machen wir das so? Wie machen wir das jetzt am gescheitesten? Das können wir ruhig ein bisschen hier ran machen. Okay. Und dann fange ich auch gleich an mit meiner Steinproduktion, weil das brauche ich für alles Mögliche. Und zwar machen wir das so. Und einmal Straße hier hin. Und einmal Straße hier hin. So, Bruder Hilarius berichtet, dass er einen der maroden Seelenverkäufer nordöstlich von Welfenberg gesehen hat. Das ist ja toll. Das heißt also, um jetzt nochmal für alle Leute, die das Intro irgendwie übersprungen haben oder sich währenddessen noch eine Schale Cornflakes gemacht haben, das Ziel ist es, 6 Kindergruppen zu retten, die ja offensichtlich von dem G4Cas entführt wurden und an einen Korsaren übergeben wurden, aber ein erster Hinweis ist hier ein Nebenauftrag, wir suchen am Riff nordöstlich von Welfenberg nach den Kindern. Gut, dann schicken wir mal eines von unseren doch sehr maroden Schiffen dorthin. Vorher gibt er noch das ganze Zeug ab und wir gehen jetzt einfach mal dahin. Er wird lang genug brauchen, denn die Schiffe werden langsamer, wenn sie beschädigt sind. Und ihr seht, wie auf einmal hier ein Lebensbalken ist. Das heißt, dem geht's nicht mehr so gut. Gut, Stein wird jetzt langsam aber sicher abgebaut. Das heißt, wir können, vor allem da wir so viel Holz haben, uns mal langsam um die Vergrößerung unserer Bevölkerung kümmern. So, wie viele Häuser würde ich denn da gerne bauen? 20 reichen, glaube ich, um die 240 Bürger zu erreichen. Das ist so eine magische, ja, Zahl. Okay, dann wollen wir mal schauen. Also, wir können hier jetzt manuell die Aufstiegsrechte vergeben. Das habe ich, glaube ich, in den letzten Leveln schon mal behandelt. Und wir sehen hier immer, wie viele maximalen Bürger es geben kann. Deswegen kann ich jetzt Schritt für Schritt ein Bauernhaus nach dem anderen zum Aufstieg verhelfen, bis ich sehe, wir haben hier genug Bürger. Dazu müssen natürlich dann auch erstmal die Bauern fertig eingezogen sein, bevor sie aufsteigen können. Gut. Steuern können wir für die Bürger ein kleines bisschen hochsetzen. Das gibt uns ein bisschen Geld und sie sind immer noch glücklich. Achso. Ich dachte, wir haben zwei Schiffe, aber das eine gehört ja hier im Kollegen Northburg. Das heißt, ich habe aus Versehen schon gleich das Richtige genommen. Auch ein kleiner Schlawiner hier, der sagt, ich soll einen Reparaturkran bauen, ja, weil mein Schiff beschädigt ist, aber ich weiß schon, wer hier dann schön an meinem Kran rumschmarotzt. Unglaublich. So. Sind wir jetzt nicht hier? Nordöstlich, Kinder, hallo? Irgendjemand? Muss ich hier weiterfahren? Ist doch ein Riff. Gut, vielleicht sollten wir hier, wenn wir hier eher fündig. Auf jeden Fall liegt hier eine Kiste rum. Und wir haben schiffbrüchige Kinder ausgemacht. Ist das nicht toll? Und den ersten Nebenauftrag, nämlich dahin zu fahren, auch abgeschlossen. Wahnsinn. Wir sind dermaßen produktiv. Hier drüben haben wir übrigens noch eine Insel, die völlig unbewohnt ist, auf der Weizen und Kräuter angebaut werden können. Und naja, ich glaube aber nicht, dass wir die erschließen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ihr werdet Live-Zeuge sein. Cool. Was wir vor allem mal hier gefunden haben, ist eine Kiste mit 12 Werkzeugen, die wir allerdings auch bitter nötig haben. Denn wir müssen da natürlich immer noch eine Werkzeugproduktion hier aufbauen. Gut, wir haben noch ein Bürgerrecht, das heißt 225. Gut, die Bauern müssen aber dann noch einziehen. Also ein Bürgerhaus, da passen 15 rein. Also wenn wir noch ein Aufstiegsrecht kriegen, und ich glaube, das kriegen wir, dann
haben wir alles für die Werkzeugproduktion, die ich einfach erstelle, weil ich weiß, naja, also wir müssen ja einen Reparaturkram bauen, wir müssen ziemlich viel weiterbauen und das sind alle Ressourcen, die wir im Moment brauchen und Holz und Stein können wir uns selber herstellen. Das heißt, ich will mir einfach Werkzeug selber herstellen. Auch ohne Auftrag. Genau, die 12 Werkzeuge, die wir da gefunden haben, haben wir natürlich bitter nötig, weil wir diesmal keinen Northburg mit einer Riesenstadt nebendran haben, der einfach so sagt, hier, nimm mal mein überschüssiges Werkzeug. Werkzeug. Genau. So ähnlich vielleicht. Gut. Jetzt warte ich darauf, dass die Bauern vollständig eingezogen sind und hoffe dann inständig, dass ich noch ein Bürgerrecht krieg. Weil an sich, also zumindest sind alle Bauernhäuser in einem Einflussbereich, dass es möglich ist. So, und jetzt... verbliebenen Bauernhäuser erfüllen nicht alle Aufstiegsbedingungen. Tja, das ist schade. Warum nicht? Schaut mal, denen geht's richtig gut. Ha, jetzt funktioniert's. Okay, also wir konnten ein weiteres vergeben. Und sobald jetzt die Bürger eingezogen sind, haben wir 240 Bürger. Wenn wir hätten jetzt auch noch ein paar mehr bauen können, aber das kommt später. Wir wollen dann ja erstmal hurtigst eine Werkzeugproduktion starten und dann können wir weiterschauen. Ich verstehe übrigens nicht, warum in den standardgenerierten Karten die Standard-Holzfällerhütten immer so ineffizient sein müssen. Also gut, sagen wir mal so, der braucht ja eine Weile, um sein Lager zu füllen und es kann sein, dass es jetzt so ausgerechnet ist, dass es, sobald er hier 5 hat, dann abgeholt wird, also dass kein Leerlauf ist. Also ist es mehr oder weniger eigentlich egal, ob ich es hier hinsetze oder hier unten zum Beispiel, weil von der Produktion her ist es egal. Aber mir ist es einfach lieber, wenn ich lieber immer ein Holz kriege dazu, anstatt auf einen Schlag 5. Ist einfach so eine Planungssache, aber vielleicht bin ich da auch verrückt. Okay, wir geben jetzt das Kind hier ins Konto. Damit ist der... Bruder Hilarius auch zufrieden. Und wir haben das Kind übrigens im Kloster abgegeben. Ich glaube, damals zu der Zeit gab es noch nicht so viele Missbrauchsvorwürfe gegen die Kirche, deswegen war das damals noch eine ganz gute Idee. Okay. Damit soll es auch zu dem Thema der Kommentar gewesen sein. So, als nächstes haben wir jetzt einen Auftrag gegeben. Wir haben, müssen jetzt zu Northburg Schiff fahren, ein sehr schwieriger Auftrag, und haben ein Geschenk für einen gewissen Großvisieren, den Großvisieren Al-Zahir. Und damit, weil wir bei denen um Hinweise fragen müssen und kriegen gerade auch schon den nächsten Nebenauftrag rein für 4 Tonnen Leinenkutten, der Großvisier, wir müssen ein Geschenk für den übergeben, also uns ein kleines bisschen einschleimen beim Araber um die Ecke, damit wir weitere Hinweise kriegen, wo weitere Kinder versteckt sind. So, das ist also eigentlich unser Feind, wie uns immer suggeriert wird, aber wir machen jetzt mal hier einen auf Best Friends, weil Zusammenarbeit ja auch viel toller ist als Krieg. Sag ich jetzt mal. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu. So, wie sieht's hier aus? Komm, der letzte Bürger, der uns mit dem Wissen, wie man Werkzeuge baut, versorgt, soll bitte einziehen. Es kommt gleich. Gut, der Großvisier ist jetzt noch nicht so begeistert von uns, aber ihr seht hier schon Sommer, Sonne, Sand und Strand. Wir haben, glaube ich, das mittelalterliche Mallorca hier gerade entdeckt. Ihre Gebäudeauswahl wurde vergrößert. Und meine Gebäudeauswahl wurde gerade vergrößert. Das ist ja toll. Gut, und in diesem kleinen Paradies ist dieser Mann mit dem sehr imposanten Bart am Drücker. Und der kriegt jetzt von uns ein Geschenk. Und wir haben jetzt damit die erste Stufe bei ihm freigeschaltet. Das heißt also, der hat uns jetzt ein bisschen lieber als vorher. Und wir sind jetzt quasi Besucher des Orients, kriegen von dem auch gleich den ersten Auftrag und können hier im Baumenü anfangen, orientalische Siedlungen zu bauen. Und das ist eines der Hauptelemente dieses Spiels, auch wenn man im Endlosspiel ist. Denn wie vielleicht einige von euch schon, naja gut, also die, die es gespielt haben, werden es auf jeden Fall schon festgestellt haben. Es ist ja so,
diese Bürger hier, denen kann ich im Prinzip alles, was sie brauchen, geben. Nämlich Kleidung, später dann einfach eine Schenke bauen. Das haben wir auch alles schon gemacht. Das Problem ist, sie wollen Gewürze haben als Nahrungsmittel. Und das haben wir einfach nicht. Und das können wir auch nirgendwo anbauen. Wer es allerdings anbauen kann, sind die Kollegen hier unten, unsere Nomaden. Und deswegen wird man, sobald man Patrizier ansiedeln will, gezwungen sein. Ja, sobald man Patrizier haben will, wird man gezwungen sein, auf orientalischen Inseln zu bauen, damit man Gewürze kriegt und dann auch noch allerlei anderes. So, unser Holz stapelt sich jetzt gerade, deswegen werde ich unverzüglich anfangen, meine Eisenproduktion in Gang zu kriegen. Und habe mir dafür was Lustiges jetzt gerade überlegt. Und zwar machen wir das Ganze so, dass wir auslagern. Also der Punkt ist, wir haben hier jetzt ein Markthaus, wir haben da unten ein Markthaus und wir haben hier oben ein Eisenvorkommen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier ein neues Markthaus bauen, welches aber vorerst nur für die Eisenlieferungen zuständig sein wird. So. Das heißt, Eisen wird jetzt erstmal eingelagert. Das Ganze wird natürlich, aber hat natürlich auch noch einen tieferen Sinn. Wir bauen hier eine richtig schön fette Köhlerhütte. Die bauen wir richtig schön fett mal lieber hier hin. Hier hin? Das müsste eigentlich reichen. 100%, wunderbar. Wie gesagt, beim Köhler gibt es da sehr viele, sehr viel Spielraum. So, dann brauchen wir eine Eisenschmelze. Das war Bullshit, was ich jetzt hier gemacht habe. Der Köhler arbeitet ja völlig unabhängig von anderen. Okay, dann machen wir das anders. Dann bauen wir jetzt hier eine Straße hin. Der Köhler und das Eisen wird jetzt einfach eingelagert. Und bauen den Rest hier oben hin oder hier hin. Ne, hier oben will ich dann Fischhütten, falls ich noch welche brauche. Dann machen wir das Ganze so. Genau so. Ach, pünktlich vor dem Bau unserer ersten Werkzeugmacherei kriegen wir den Nebenauftrag, eine Werkzeugproduktion zu errichten, was uns natürlich sehr gelegen kommt. Gut, das machen wir jetzt am besten. Das reicht noch nicht. Okay, gut. Also sehr, sehr nicht schön, aber selten, wie ich hier gebaut habe. Also was jetzt wie das Ganze jetzt funktioniert. So rum, ist, wir haben hier eine Eisenmine, das wird direkt hier eingelagert im Markthaus. Das heißt, Eisenerz wird hier auftauchen, genauso wie Kohle, denn der Köhler wird nur hier vom Markthaus abgeholt. Aus diesem Markthaus holt sich die Eisenschmelze, das Erz und die Kohle. Und dann brauchen wir aber keine Straßenverbindung zur Werkzeugmacherei, wobei es jetzt auch kein Riesenaufwand gewesen wäre, die sich dann das Eisen holt und dann da wieder abgibt. Es ist so ein kleiner Umweg diesmal, aber war zumindest bei der Eisenmine hier erforderlich. Bei der Köhlerhütte habe ich dann ein bisschen Scheiße gebaut, aber ist ja egal. Mir zumindest. Gut, mit dem überschüssigen Holz, was wir jetzt noch haben und weiterhin produzieren werden, können wir weiterhin die lustigen Häuser hier bauen, denn wir brauchen noch viel, viel mehr, bis wir schließlich und endlich einen Reparaturkran bauen können. Apropos, also der Kollege will übrigens Leinenkutten haben, da werden wir dann gleich dazu kommen. Und wir brauchen Seile. Okay, also im Prinzip alles, was das Herz begehrt. Worauf ich jetzt aber warte, ist, dass die Werkzeugproduktion hier loslegt. Wie ihr euch vielleicht erinnert, wir brauchen zwei Werkzeugproduktionen, damit alle Betriebe hier komplett ausgelastet sind. Ansonsten stapelt sich das Roheisen, beziehungsweise das geschmolzene Eisen, aus dem wir dann Werkzeuge hätten machen können. Und ich brauche jetzt nur noch ein einziges Werkzeug und dann kann ich die zweite Werkzeugmacherei hier hinbauen und dann ist das Thema erstmal erledigt und ich kriege stetig neue Werkzeuge. So, die Kinder sind jetzt übrigens verschwunden. Ah, hier ist übrigens in diesem Spiel unser Lord Northburg, das Bergkloster, welches uns tonnenweise Werkzeug und Holz verkaufen kann, falls wir keines hätten.
Aber wir sind natürlich so gut und haben jetzt tatsächlich geschafft, die eigene Werkzeugproduktion hinzustellen, bevor wir von Bruder Hilarius für teures Geld seine nachgemachten Billigprodukte kaufen mussten. Von denen ich einfach mal sage, dass sie nachgemacht und billig sind.